Ja, mein Werdegang eigentlich ein sehr natürlicher, würde ich meinen. Ich bin in Strengberg im Mostviertel in die Schule gegangen, Volksschule, Hauptschule, habe danach 5 Jahre Francisco Josefino, meine Landwirtschaftsschule, gemacht. Ich war vielleicht ein bisschen atypisch, komme vom Bauernhof, war aber selber nicht der große Landwirt sozusagen. Dementsprechend habe ich mich nachher entschieden, in Hagenberg Mobile Computing zu studieren. Meine Gründerkollegen und ich, wir waren ja zu viert bei Runtastic und wir haben tatsächlich nach dem Studium gleich losgestartet, eigentlich schon parallel am Wochenende immer ein bisschen programmiert und ein bisschen probiert und haben dann schnell gesagt, das machen wir jetzt und schauen wir, was da rauskommt. Ja, was sind die Veränderungen? Natürlich ist der Tagesablauf ein ganz anderer. Also es ist jetzt nicht unbedingt jeden Tag um 6 Uhr aufstehen oder früher noch, sondern alles ein paar Stunden nach hinten verschoben. Und die E-Mail-Inbox ist nicht ganz so prall gefüllt. Das heißt aber nicht, dass sie ganz leer ist. Und es geht mir ganz gut damit. Umgekehrt geht mir natürlich das Team und das Arbeiten im Team und gemeinsam Herausforderungen lösen auch ein bisschen ab. Das stimmt auf alle Fälle auch. Ich weiß aber, dass es den Unternehmen gut geht, dass die Leute einen guten Job machen. Und es war mir immer wichtig, dass natürlich auch der Firma weiterhin gut geht, auch ohne mich, wo man auch sieht, jeder ist ersetzbar und da darf man sich selber auch nicht so wichtig nehmen. Ist ein ganz wichtiges Leadership Principle und freut mich, dass es im Unternehmen nach wie vor gut geht. Ja, wie ist es jetzt mit der Reisetätigkeit? Es ist auf jeden Fall eine andere Reisetätigkeit, weil einige Reisen suche ich mir jetzt aus. Das war vorher nicht immer der Fall im Unternehmen. Und ich würde meinen, es ist schon weniger geworden, weil gerade jetzt durch Adidas war man natürlich auch viel in Deutschland und so. Das muss ich jetzt weniger machen. Parallel gibt es natürlich durch meine Startup-Beteiligungen und durch irgendwelche anderen interessanten Sachen immer wieder noch Reisetätigkeiten. Aber eigentlich so, dass ich selber bestimme und nicht sozusagen eine Verpflichtung habe. Es ist durchaus ein bisschen netter geworden. Warum unterstütze ich Startups? Eigentlich aus mehrerlei Gründen. Ich glaube, ich habe sehr erfolgreich werden dürfen in diesem Land und da muss man auch was zurückgeben. Das heißt, auf der einen Seite natürlich Unternehmertum auch wieder großschreiben und die Wichtigkeit von Unternehmertum zeigen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein sehr schönes Zeichen, wenn wir unser Geld, was wir verdienen haben dürfen, auch wieder ein bisschen reinvestieren und in die nächste Generation, in junge Gründerinnen und Gründer, in coole Ideen, in neue Startups investieren, wenngleich ich auch weiß, dass nicht jedes Startup erfolgreich werden will. Wird, das ist einfach part of the game, aber das gehört dazu. Die Vorzüge von einem Smart Home, die bekommt man erst so sukzessive mit, wenn man herinnen wohnt und wenn man irgendwie dann in den Gang reingeht, das Licht geht an, wenn die Jalousien automatisch gesteuert sind, wenn man die Musik eigentlich super über das Smartphone steuern kann. Und dann, was mir halt am meisten taugt, sind gewisse Stimmungen. Am Anfang ist man ja sehr motiviert und da hat man wahrscheinlich 10 Lichtstimmungen. Am Ende des Tages braucht man vielleicht 2 oder 3. Aber die machen es dann halt auch wirklich aus, dass das ganze, der ganze Wohnraum und das ganze Ambiente einfach eine Wohlfühloase wird. Und ich bin sicher noch nicht ganz fertig mit jeder Konfiguration, aber als Techniker und ein bisschen technisch verliebter Mensch gibt es da durchaus noch das eine oder andere herauszufinden, aber ich genieße es ja. Wie geht's mal, wenn ich reise mit meinem Smart Home? Also es fühlt sich relativ gut an, dass man weiß, man hat zumindest einmal die App oder man hat immer Zugriff auf zu Hause. Und Dinge wie jetzt eben heute gerade passiert sind, heute ist es ein bisschen windiger und die Jalousien fahren von selber hoch, der Sturmschutz wird aktiviert oder ich weiß beispielsweise auch, würde Wasser austreten, kriege ich eine Notification. All die Dinge finde ich schon sehr spannend und auch interessant und geben eine gewisse Sicherheit. Auch wenn man unterwegs ist, weiß man ein bisschen, was zu Hause los ist. Also das ist durchaus, fühlt sich ganz gut an, ja. Wie sieht das Wohnen in der Zukunft aus? Also ich glaube mehrerlei Dinge. Auf der einen Seite wird die Energieeffizienz sehr wichtig werden. Also wir alle wollen irgendwo CO2-neutraler leben und würden Energie gerne reduzieren. Dazu gehört auch natürlich ein Smart Home, weil eine intelligente Beschattung, eine intelligente Kühlung oder auch Heizung trägt da natürlich ganz viel dazu bei. Eigentlich ist man schon sehr weit. Wahrscheinlich ist diese Energiekomponente on top, die noch ein bisschen besser mit Photovoltaik, wo das ganze System noch besser zusammenspielen muss. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach.